zweiten Teil. Wir gucken uns das Adele-Pattern mal genauer an. Es startet mit einem Klavier. Christoph, was kann man zum Klavier sagen? Ja, ich glaube, dass das Klavier bringt so die Grundatmosphäre des ganzen Tracks. Es nimmt quasi die Stimmung vorweg und ja, wie das Klavier ist, entwickelt sich auch der Song. Also es ist eine langsame Nummer, sehr dark, sehr düster, ja, emotional. Düster, genau, düster, emotional, mystisch kann man es auch noch beschreiben. Man hört es ja wirklich, dass selbst ohne, dass ja noch irgendwas drumherum ist, keine großen Effekte, Pads, Drums, es ist ja nur das Klavier. Und schon ist diese Stimmung von dem Song da. Das ist auch, das Klavier an sich klingt ja schon mal so. Und auch wie es gespielt wird, also sehr tiefe Lage, sehr entspannt. Es ist eigentlich auch ungewöhnlich. Ne? Akkorde ein bisschen zu tief schon, genau, schon, würde man eigentlich fast sagen. Fast untertransponiert. Ja. Dieses Klavier gucken wir uns im nächsten Part nochmal ganz detailliert an, wie wir den Sound gemacht haben, welches Plugin da zum Einsatz kommt und wie das funktioniert. Gehen wir erstmal weiter, schauen uns an, was jetzt alles so dazukommt an Unterstützung. Erstmal haben wir hier neben dem Klavier noch eine Orgel. Die kommt einfach aus den Vintage Organs von Native Instruments. Ist hier wirklich einfach nur hier ein bisschen der 8 Fuß Zugriegel aufgezogen. Und der sorgt tatsächlich einfach nur für so einen liegenden Ton, wo das Klavier ja nun mal ausklingt und die Orgel bleibt. Stützt es einfach. Und stützt es einfach. Und man muss es tatsächlich so subtil dazu mischen, dass man eigentlich nur das Klavier hört. Und gar nicht so richtig die Orgel wahrnimmt. Wenn man die Orgel dann wegnimmt, muss man das Gefühl haben, jetzt fehlt auch was. Bisschen dünner. Ja. Ansonsten ist es ja sehr, sehr schlau gelöst. Es kommt ja Stück für Stück, eigentlich alle 8 Takte kommt was hinzu. Mhm. Als allererstes Pads. Man sieht es ja sogar im Gesamtarrangement, dass sich das einfach hier wirklich so wie so eine Kurve aufbaut. Bis zum Ende steigert sich das einfach nur. Genau. Was sind das für Pads, die dazukommen? Ja, wie üblich aus dem Omnisphere ganz viel. Mhm. Und auch da tiefe Pads und hohe Pads, beides gemischt, aber sehr, sehr subtil immer noch. Hier habe ich dieses Basic Dark Pad. Ich meine, so gehe ich, also so machst du es wahrscheinlich auch. Aber wenn man diese Grundstimmung vor Augen hat, geht man ja eigentlich auch schon so soundmäßig so durch. Du guckst automatisch nach Dark, nach Warm, nach also typischen Attributen, die einem irgendwie zu solchen Sounds einfallen. Jetzt wird dieses Pad hier auch noch ein bisschen durch den Hall geschickt und moduliert. Ich kann mal hier die Effekte ausmachen. Ich glaube, das ist, ja, wenn man den Sound so hört, klingt er ein bisschen langweilig, ein bisschen statisch und er klingt so wie aus dem Omnisphere. Mag das alles an? Ich glaube, man muss versuchen, die Sounds sich zu eigen zu machen. Mhm. Ein bisschen Hall drauf, ein bisschen EQ und dann entwickeln sich die schon in eine ganz andere Richtung. Und auch hier, wie man sieht, nur das wirklich auch im Frequenzspektrum übrig lassen, was man tatsächlich auch braucht. Ja, durch den EQ kriegt der Sound tatsächlich direkt irgendwie so einen Charakter. Als wenn der irgendwo eben herkommt, so auch wieder, als hätte man das Keyboard eigentlich daneben und würde es so live einspielen. Der Hall sorgt sowieso auch wieder ein bisschen für diese Grundstimmung und Atmosphäre. Und dann haben wir hier noch den Cubase Phaser, der einfach den Sound ein bisschen modulieren lässt, dass er eben dieses Statische verliert. Gehen wir mal weiter. Es kommen einige von diesen Pads dazu. Hier ist ein zweites Omnisphere-Pad. Auch hier wieder Hall und EQ, ganz wichtig. Dann haben wir hier dieses Shimmer-Pad. Ist eigentlich so ein schöner großer Stack-Sound. Ne? Dass einfach wieder eine neue Frequenzabteilung dazu kommt. Sehr angenehm. Allein das schon bringt so eine diese Atmosphäre schon sehr gut rüber. Also da muss ich ja auch sagen, Greg Kirsten hat die Nummer mitgeschrieben, mitkomponiert, auch produziert. Mhm. Wenn man sich andere Sachen von ihm anhört, der hat häufig solche Sachen drin, dass er so eine Atmosphäre irgendwie kreiert, die sehr dicht und irgendwie interessant klingt und man kann nie so richtig ausmachen, wo kommt das eigentlich her. Das ist auch wirklich eine Schwierigkeit. Man kann nicht einfach 3 Pads irgendwie nehmen und die irgendwie draufknallen. Dann hat man wahrscheinlich einfach irgend so eine
Ja, man hört ein Pad, ja. Was man gar nicht will. Das ist ja die Kunst. Man will eigentlich dieses Klavier und diese Atmosphäre haben und da drum müssen irgendwie subtile Sachen passieren, die nicht so auffällig sind, die aber alles einfach schön anfüllen und irgendwie zu einer Produktion werden lassen. Ganz toll dafür übrigens auch geeignet der Absinth von Native Instruments, der auch viele von diesen hauchigen Sounds hat, die eben nicht das ganze Frequenzspektrum beanspruchen, sondern wirklich einfach nur so wie so ein Schimmer darüber liegen. Kommen in diesem Fall aber nicht zum Einsatz, stattdessen Omnisphere, Omnisphere, Omnisphere mit viel Hall und EQ. Ja. So, was kommt dann als nächstes dazu? Ja, da der erste Refrain. Was hier natürlich auffällt, der Einstieg, der ist sehr interessant gemacht. Sehr schön gemacht. Ist eigentlich ein uralter Effekt. Etwas rückwärts abspielen, zieht einen in den Refrain rein, gibt dem irgendwie Wertigkeit. Ganz einfach zu lösen. Man exportiert einfach den letzten Akkord, ob das jetzt das Klavier ist. Wir haben es hier mit dem Klavier und mit den Pads gemacht teilweise. Mhm. Einfach den letzten Akkord getrennt exportieren. Und dann gibt es in jeder DAW, wie in Cubase auch, die Funktion des Umkehrens. Habe ich mir sogar einfach aufs R gelegt. Brauche genau. Nur R drücken wie Reverse. Sehr, sehr einfach. Kann man auch immer ausprobieren, weil manchmal tut es das. Manchmal denkt man so, ah, nee, jetzt ist nicht schön. Aber bei Klavieren und so weiter ist es immer ein sehr schöner Effekt. Bei Klavier funktioniert es immer. So, hören wir uns mal das Klavier hier an. Genau. So fadet es dann rein. Unterstützt wird das Ganze hier auch mit einem Reverse-Pad. Im Prinzip das Gleiche. Und dann noch mit der Lautstärke reingezogen. Ja, weil das Pad ja nun mal statisch ist. Genau. Und man diesen Rückwärtscharakter dann eher durch die Lautstärke bekommt. Hier sehe ich noch eine Gitarre. Ja, das ist. Was hat es damit auf sich? Wenn du die einmal solo anmachst, dann kann man hören, es ist einfach wirklich ein hoher Ton mit sehr viel Hall. Mhm. Also es geht so Richtung ins Unendliche. Mhm. Das ist in diesem Fall tatsächlich auch eine echte Gitarre. Mhm. Einfach den einen Ton einfach den einen Ton gespielt, aufgenommen, auch schon mit dem Reverb aufgenommen, dass es einfach so ist, wie es da sein soll. Mhm. Und dort auch wieder einfach ein Teil umgekehrt, vorweggestellt. Genau. Und dann hört man, es kommt aus dem Nichts und zieht einen Richtung Refrain. Ja, und das haben wir dann mit dem Klavier, mit der Gitarre und mit den Pads gemacht. Mhm. Und alles zusammen ergibt dann diesen wunderschönen Einstieg. Wird so reingesogen in den Refrain. Was hier auffällt im Refrain, normalerweise würde man auf die 1 im Refrain irgendwas erwarten, einen Crash oder einen, ja, was auch immer, haben sie hier nicht gemacht. Und wenn man es jetzt so hört, wundert man sich ein bisschen, weil man denkt, da fehlt was. Und das zeigt wieder, ja, weil wenn die Stimme drauf ist, hat sich das erledigt. Adeles Stimme ist einfach so charakteristisch und präsent, da braucht man das in diesem Fall jetzt nicht. Und das ist ja sehr beeindruckend, wenn man das dann mit Stimme hört. Hier wird es jetzt auch interessant, weil zum ersten Mal die Drums zum Einsatz kommen. Im Arrange sieht man ja, wie sich das Ganze hier so langsam auch aufbreitet. Das heißt, wir starten mit ganz, ganz wenig, sehr subtilem Sound. Das ist schon fast filmisch, wie so ein Boom-Sound. Mhm. Die schleichen sich so langsam in den Song. Viele der Sounds sind gefiltert, dass das halt auch so einen ganz, ganz subtilen Charakter bekommt. Und wir starten hier mit der Kick. Sehr tief. Sehr, sehr tief. Dazu kommen Snare Ghost Notes. Fast gar nicht wahrnehmbar zuerst, ne? Das ist ganz weit weg und auch ja, wieder dieses düstere Geräusche. Genau. Und dann in der zweiten Strophe kommt dann wieder ein bisschen mehr dazu, nämlich eine Snare. Auch hier alles wieder sehr, sehr gefiltert, klingt dann wie weit weg, irgendwie düster. Was man zu der Snare noch sagen kann, den Charakter der Snare, der kommt tatsächlich hier auch aus dem Filter. Mhm. Weil man hört ganz klar, auch wenn man das sich im Analyzer anguckt, ist eine Frequenz, die sticht sehr raus. Und wenn man den Filter ausmacht. Genau, ich kann immer hier alle Effekte ausmachen, dann hört man hier die Solo-Snare. Genau. Ah ja. Da hat die das gar nicht. Da hat die nicht dieses Boomige, dieses Tiefe hat sie gar nicht. Kommt übrigens aus dem Superior Drummer. Genau, man könnte natürlich jetzt versuchen, im Superior Drummer die Snare nach unten zu stimmen. Aber in dem Fall, wenn man jetzt den Wow-Filter anmacht. Ja, warte, dazu kommt ja auch noch, dass er hier auch hier so ein Fill-In gespielt wird.
So. Genau. Und das ist ja gerade geil, wenn das dann durch den Filter geht. Jetzt macht die Filter. Ja, jetzt kommt nämlich der Filter zum Einsatz, wo man hier schon sieht, die Resonanz ist sehr hoch. Mhm. Das heißt, die Frequenz, die wir haben, kann man sich hier ungefähr bei, weiß ich nicht, 280 Hertz. Mhm. Ja, wenn man die anmacht, ist auf einmal der Ton da und ja, der Charakter. Man kann jetzt wirklich formen und sagen, was möchte ich für einen Sound haben. Ja. Also nochmal zum Vergleich. Schnürde normale Snare. Eine Snare und so hat die Charakter, diese Tiefe. Sie ist, klar, es ist ab 300 Hertz ist nichts mehr da. Genau, und wird dann extrem betont durch die Resonanz. Und es ist ein schöner Effekt und auch durch das Fill. Am Anfang dachte ich, es ist rein programmiert, aber durch das Fill hat man da gedacht, ha, Moment mal, vielleicht spielt da gerade wirklich ein Drummer und die haben es nachträglich gefiltert. Auffällig hier auch wieder viel Hall. Da ist, kommt hier der Revelation von Cubase zum Einsatz, mit einfach mit einem Hall-Algorithmus reingedreht und schon hat man diese Filter-Hall-Atmosphäre. Kick ist hier auch extrem gefiltert. Gucken wir mal hier. Das ist einfach ein Sample, was wir hier in Battery 4 reingeladen haben. Aber wenn ich auch hier mal alle Effekte ausmache, dann hört man hier die eigentliche Kick. Fast ein Hip-Hop. So, genau. Ne? Da ist nichts mit Atmosphäre und irgendwie Film und Tiefgang und Emotion. Aber schaltet man die jetzt hier mal so wieder ein, dann bin ich sofort irgendwie bei so einem subtilen Wummern. Das ist natürlich einmal hier wirklich der ganz starke High-Cut, dass der nicht mehr viel übrig lässt. Und dann wird mit dem Airbus hier nochmal subtil, wirklich hier bei knapp 40 Hertz reingedreht. Aufpassen muss man da halt immer, dass man vielleicht auch mit dem Subwoofer hört oder einen Analyzer genau beobachtet, dass man eben nicht zu viel gibt. Und deswegen ist ja auch gleichzeitig ein Low-Cut gesetzt. Und dann muss so ein bisschen spielen, wo setze ich den Low-Cut an und welche Frequenz kann ich dann noch betonen, dass man diesen satten, tiefen Sound hat, aber eben nicht kein Wummern aus den Lautsprechern hört. Es muss irgendwie so teuer, dick klingen. Ansonsten ist noch eine Percussion-Spur hinzugekommen. Mhm. Das ist einfach ein Loop, der auch wieder sehr subtil ist, fast schon elektronisch angehaucht, mhm, auch durch einen Phaser dann im Stereobild ein bisschen verteilt. Ja, und das passt ja, wie du schon sagtest, zu dem Aufbau der ganzen Drums. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, Sektion für Sektion die Drums richtig, richtig durchzuarrangieren. Dann gucken wir doch mal weiter, wie sich das hier hinten entwickelt. Ah, ein Becken. Plus die Drums öffnen sich so langsam. Es kommt hier. Snare ist jetzt auch im Refrain zu hören. Genau, Snare ist jetzt im Refrain zu hören. Die Ghost Notes kommen mehr durch. Es kommt hier ein weiterer Loop mit dazu. Und geht man jetzt mal nach ganz hinten. Da öffnet sich jetzt der Filter. Wobei wir das nicht mit einer Automation gemacht haben, sondern dass dann hier tatsächlich ein neues Kit mit dazu kommt. Was auch eben sehr hallig klingt, aber eben nicht mehr so gefiltert ist. Der Einstieg ist auch sehr schön, also von der Bridge in den letzten Refrain. Mhm. Das ist wie so, jetzt kommt noch mal was. Sie haben bewusst sind die mit dem geöffneten Drumkit eingestiegen, um das schon anzukündigen und dann bleibt es auch so. Ja. Also wirklich so der absolute Klimax des Songs. Was können wir noch sagen? Wir haben, wir können noch kurz was zum Bass erzählen, der noch unten drunter kommt. Dann haben wir die Parts durch. In dem Fall ein Synthesizer-Bass aus dem Trillion. Quatsch. Aus dem Silent. Und der macht nichts weiter als Grundtöne zu legen. Ganz entspannt, ganz tief. Trotzdem auch mit Charakter. Es ist irgendwie ein bisschen, er ist nicht ganz statisch und bewegt sich aber auch nicht zu viel. Es ist einfach, er legt das Fundament. Ja. Was wir hier im Pattern noch gemacht haben, ist, dass wir hier so ein bisschen vocalartig was drunter gelegt haben, aber das ist tatsächlich nur der klägliche Versuch, Adeles Stimme hier ein bisschen zu emulieren. Sagen wir mal so, das Pattern lebt tatsächlich von Adeles Stimme. Ohne Stimme klingt es leer. Man muss unbedingt irgendwie darüber singen. Also von uns eben nur hier atmosphärische Klicks. Genau.
Man muss sich einfach Adele ins Studio holen und dann kann sie dazu singen. Aber zusammengefasst kann man nochmal sagen, es geht um einen kontinuierlichen Aufbau des gesamten Stückes und man muss Atmosphäre kreieren. Und das haben wir hier eben erreicht, eben durch die tiefen Lagen des Pianos, durch viel Hall und durch viel Filter. Also Töne richtig wegcutten, dass wirklich nur noch so etwas Diffuses, Mystisches übrig bleibt. Mystische, düstere Atmosphäre. Ja. Das ist der Schlüssel zu diesem Pattern. Und im nächsten Part schauen wir uns dann nochmal ganz genau die Klavierspur an. Bis dahin.